Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute mit der angekündigten XXL-Ausgabe meines Formates. Wir werden hier eine richtig lange Folge zusammen haben, denn Iris Kleins Interview, das XXL-Interview mit der Bild, ich spreche nicht mit der Presse, ist jetzt da. Sie spricht Klartext über Peter Klein, über die Scheidung, über Yvonne Wölke, alles worüber wir hier auch in den letzten dreieinhalb Monaten gesprochen haben, holt sie jetzt raus. An viele Sachen konnte ich mich erinnern, an einige Sachen nicht so richtig. Wir werden hier über alles sprechen, werden uns alles hier anschauen und das dann hier auf dem Kanal freundlich, sachlich, höflich besprechen. Meine Bitte auch, weil ich weiß, dass bei vielen da die Emotionen durchgehen bei dem Thema. Trotzdem, bitte achtet hier auch auf die YouTube-Richtlinie, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja, was ist passiert für die, die es nicht mitbekommen haben? Gestern gab es ja schon den ersten, sagen wir mal, Trailer von der Bild, ein dreiminütiges Video von Iris Klein, wo sie über, über alles spricht, ja. Und jetzt natürlich zum Samstagabend, gefolgt vom Sonntagmorgen, wo die Auflage mit am größten ist, die Interesse mit am meisten da ist, platzt natürlich auch die große Interviewbombe. Und die ist wirklich geplatzt. Also, ich hatte zuerst, guck mal, seht ihr, Katzenreporter Luke, der steckt den Köpfchen schon in die Höhle. Der hat auch gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit dem Bild Plus Interview begonnen habe. Der ist sehr romantisch, da geht es um die Liebe, den fasse ich euch nachher schnell zusammen, denn das ist wirklich am uninteressantesten, sage ich euch auch warum, weil man auch da nichts erfährt, aber alles andere ist sehr spannend. So, genug gequatscht. Wenn ihr Katzenreporter Luke öfter sehen wollt, dann abonniert gerne diesen kleinen YouTube-Kanal. Wir sind eine kleine Trash-Familie auf dem Weg zu den 12.400 und beschäftigen uns hier mit vielen verschiedenen Themen und sind immer höflich und freundlich und das ist so quasi das, was wir hier in dem Kanal machen. Gehst du noch zurück in dein Körbchen oder was wird das heute hier? Willst du mit den Quallen sprechen? Sind keine echt Quallen. Die Frage kommt auch manchmal, Plastik. So, genug. Gehen wir mal rüber zu dem Skandal. Interview, genau. Luki geht ins Körbchen zurück. Okay, wir starten. Genug mit Katze. Jetzt geht's mit der anderen Katze weiter. Also, diese Lügen hat Peter über mich verbreitet. 12 Minuten, das ist der erste Teil. Danach kommt nochmal ein kleinerer Teil mit 4 Minuten. Also, wir haben allein schon 15 Minuten Interview. Das ist auch für mich, der Videos produziert und schneidet auch sehr viel Material. Na, wir gehen mal rein. Ich war ja am Boden zerstört. Mir wurde ja auch der Boden unter den Füßen weggezogen, denn für mich war ja die Welt in Ordnung. Noch bis Ende Januar war für mich alles in Ordnung. Ich war glücklich, es war alles tippitoppi. Und auf einmal, bam, ist es weg. Und dann bin ich natürlich erstmal zusammengebrochen. Ich war am Boden. Da sind Sie. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich aufstehen sollte. Ich habe immer wieder versucht, ich habe auch zwischenzeitlich den Lebensmut verloren. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich war nur noch am Heulen und habe gedacht, das kann nicht sein. Wieso passiert mir sowas? Wieso macht mein Mann sowas? Wie kann er mir sowas antun? Denn für mich war ja alles in Ordnung. Es gab ja Gerüchte, also alles natürlich jetzt erst im Nachhinein, es wird ja viel erzählt, haben sich plötzlich Menschen gemeldet, die gesagt haben, aus dem... Es wird von euch viel erzählt. Das ist der geilste Kommentar überhaupt. Tanja ist ja wohl die Queen auf Ich habe gehört von und habe mit deinen Tinder-Interviews gesprochen. Sie hat viel gehört, nicht wir. Wir reagieren auf Dinge, die die Bild unter anderem vorgibt oder die okay oder sonst irgendein Blatt, ja. Aber das war ein guter Move. Da musste wahrscheinlich Tanja selbst innerlich lachen. Umfeld von Peter, von deinem Mann, dass eure Ehe ja längst schon kaputt gewesen sei, also bevor er nach Australien gereist sei. Also dass es quasi letztes Jahr, also 2022, als er in Südafrika war, ja auch mit deinem Schwiegersohn, und dass da eigentlich schon eure Ehe gekriselt habe und für ihn sei es eigentlich schon vorbei gewesen, nachdem er nach Australien gereist ist. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Es wundert mich jetzt, dass du sowas sagst, denn zu mir sagt immer jeder, von euch hätte ich das niemals gedacht. Ihr wart das Traumpaar schlechthin. Niemals hätte ich sowas vermutet. Ja. Deswegen wundert mich jetzt gerade diese Aussage. Es gab Leute, die das schon behauptet haben. Nee, das hat nur Peter behauptet, aber auch erst im Nachhinein. Ja, er hat das ja sogar in dem Interview gesagt. Ja. Er hat ja sogar in dem Interview gesagt, dass es schon vorher gekriselt hat. Aber was denkt man denn sowas?
Du sagst gerade, für mich war alles in Ordnung. Was geht da in einem vor, wenn man von seinem eigenen Ehemann auf einmal hört, ja, für mich war das schon, wir haben uns distanziert und das lief schon vorher alles nicht gut. Was geht da als Frau in einem vor? Also ich habe ihn ja direkt darauf angesprochen, sage ich, wieso sagst du so ein Bullshit? Wieso sagst du, unsere Ehe war schon lang kaputt? Vor allen Dingen, warum weiß ich davon nichts? Warum hast du mit mir darüber nicht geredet, dass du die Ehe beenden willst? Mal ganz kurz einhaken, das stimmt insofern, dass vor dem Dschungelcamp, zumindest erinnere ich mich nicht, Tatsache, es keine Negativschlagzeilen gab zwischen der Ehe von Iris und Peter, dass das irgendwie kriseln sollte oder so. Das habe ich Tatsache auch nicht mitbekommen. Klar, ich kriege auch nicht alles mit. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders in Erinnerung habt. Aber da muss ich sagen, da ist mir auch nichts aufgefallen. Oder dass du unglücklich bist, er hat ja nie was gesagt. Und dann kommt er auf einmal um die Ecke in einem Podcast und sagt, ach, das war eh schon lange vorbei. Habe ich ihn drauf angesprochen. Der Mallorca-Podcast. Unzählige Gespräche auch zwischen uns. Und er hat gesagt, er möchte nicht, dass Yvonne ein schlechtes Gewissen bekommt. Das war die Aussage von ihm. Aber darum muss er schon sagen, die Ehe war schon lange kaputt. Sie ist in nichts reingedrückt worden oder sie hat... Also okay, hier geht es jetzt Tatsache um Yvonne Wölke und hier sagt Iris ganz klar, Peter hat das alles nur erfunden, quasi diese ganze Geschichte von wegen, ja, wir waren ja schon länger nicht mehr glücklich etc., damit Yvonne Wölke kein schlechtes Gewissen bekommt, weil sie sich quasi in die Ehe reingedrückt hat, Zitat Iris Klein, so kann man sich das vorstellen. Hat nichts zerstört, sondern das war ja eh schon kaputt, so sagt das ihr, aber für mich ist sie in unsere Ehe eingedrungen. Aber wenn ihr das sagt, Yvonne hat die Ehe zerstört. Also Iris war glücklich, Yvonne hat sich in diese Ehe reingedrängt. Ja. Und was man ja bis heute nicht wirklich weiß, also die machen ja bis heute, und das ist ja das, was mich am meisten nervt, dieses Rumgeeier, wieso sagen die nicht einfach, dass sie ein Paar sind? Also ich meine, wir haben ja jetzt mehrfach auch berichtet. Kann ich dir sagen, das kann ich dir ganz klar sagen, die wollen beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr und das machst du natürlich nicht als Paar. Oh, bitte, liebes RTL-Team. Also, wenn das wirklich so sein sollte, wenn Yvonne Wölke und Peter Klein nächstes Jahr ins Dschungelcamp geht, lasst mich gerne mitkommen. Ich zahle die Reisekosten selbst. Ich fahre mit ins Schwubiloop-Hotel Versace und mache Interviews. Wisst ihr, wie lustig das wäre? Also, ich würde es sofort machen. Ich glaube, so als kleiner, als kleiner Experte in dem ganzen Thema wäre ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich würde es machen. Ich zahle meinen Flug selbst und dann ab ins Versace Hotel und ab zum Schmubiloop und dann möchte ich da gerne, keine Ahnung, vielleicht als, ich weiß es nicht, aber ich hätte da Lust drauf. Deswegen ziehen die das jetzt noch durch. Aber die machen doch jetzt bei einer Fernsehdoku auch mit bei RTL, auch als Paar, oder nicht? Ja, das war ja eine Fernsehdoku, die ich angeboten bekommen habe, ich und Peter. Jetzt haben sie halt die Zweitbesetzung genommen, die Ersatzfrau. Die übernimmt jetzt diesen Part und ich weiß, da müssen sie auf der Baustelle schlafen. Das Format sollte 6 oder 7 Wochen gehen, wird ein Haus umgebaut und da schläfst du auf der Baustelle. Ob die das dann durchziehen können mit nur Freunde, ich weiß es nicht. Na, vor allem, was ich interessant finde, Entschuldigung, Janina, aber was Iris sagte, dass die beiden, ihr Plan ist, ins Dschungelcamp zu gehen, natürlich wahrscheinlich auch, weil sie dafür viel Geld bekommen, aber die wollen das jetzt, glaubst du wirklich? Nee, ich glaube, denen geht es nicht mal ums Geld. Ich glaube, denen geht es wirklich um das Berühmtwerden und aus dem Schatten der Familie. Und Yvonne versucht ja auch schon seit 20 Jahren irgendwie Fuß zu fassen in der Fernsehwelt. Ich glaube, das macht die sogar gratis. Das ist Daniela. Aber ich Daniela möchte noch einmal. Aber wir sagen einmal hier: Hallo Daniela. Da kommt der persönliche Coffee-Assistent. Also, Daniela Katzenberger zur Unterstützung da, freut uns sehr. Ich möchte aber noch einmal auf diesen Aspekt eingehen, den wir gerade besprochen haben. Wie familiär, oder? Muss man ja wirklich mal so sagen. Also dafür, dass die Bild ja auch über Iris die ganze Zeit nur schlecht berichtet hat und Iris das ja immer so gestört hat, fand ich das jetzt gerade alles sehr familiell. So Tanja lacht, Iris lacht, Daniela bringt Kaffee. Hauptsache, man zieht andere Leute weiterhin öffentlich durch den Dreck. Das ist wirklich, das ist Trash. Also hier ist das richtig gerade. Nicht schlecht, nicht schlecht. Haben das... Peter sagt, er macht das zum Schutz von Yvonne, damit sie kein schlechtes Gewissen hat. Ja. Das bedeutet aber, wenn man sich es mal ganz genau überlegt, Peter lügt in der Öffentlichkeit, um Yvonne zu schützen, lässt dich, liebe Iris, aber als Lügnerin darstellen, die ja nämlich sagt,
die ist in eine glückliche Ehe eingedrungen. Also ich meine, er schützt seine, sagen wir jetzt mal, vermeintlich neue Freundin und lässt dich aber dumm dastehen. Also es geht in meinen Augen überhaupt nicht. Weil er ja wortwörtlich gesagt hat, mit mir kommt er auf keinen grünen Zweig mehr. Und er will ja jetzt als Künstler durchstarten. Das kann er in der Ehe nicht. Und ich sage, du opferst mich, damit du berühmt werden kannst. Und dann sagt er, ja, opfern ist das falsche Wort, aber ja. Und die Familie im Background, da wäre er immer nur das fünfte Rad am Wagen. So hat er es gesagt. Na, das ist schon, ich weiß nicht, meinst du das? Mit Yvonne hat er da mehr Möglichkeiten. Weil sie jünger ist oder warum? Weil sie mehr. Ja, das kam noch hinzu. Sie wäre jünger und sportlicher, da könnte er viel mehr Formate mit ihr gewinnen. Und darum geht's. Aber das ist schon sehr, sehr herzlos, muss ich. Höhenflug bekommen. Der interessiert sich auch nicht mehr für die Familie oder für die Kinder, für die Enkelkinder. Der fragt nicht einmal, wie geht's Damian, wie geht's Sophia. Der fragt nach niemanden mehr. Er hat nur noch seine Karriere und seine Yvonne im Kopf. Alles andere interessiert ihn gar nicht mehr. Ja, gut, da muss man aber auch dazu sagen, da muss ich das muss ich auch so erwähnen, was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist. Peter wurde ja auch von Daniela beziehungsweise halt auch von Jennifer Frankhauser ja nun auch öffentlich beschossen. Ja, zwar immer wenig, aber auch. Und dass man denn dann, wenn man öffentlich an den Pranger gestellt wird und wenn man dann erzählt, der ist sterilisiert worden und ohne Viagra hat es nicht mehr geklappt. Und wenn man solche Sachen alles über die letzten Monate auspackt, dann kann man sich schon in Peter auch hineinversetzen, dass er gar keinen Bock mehr auf die Familie hat. Natürlich können die Kinder nichts dafür, ja, Sophia jetzt zum Beispiel. Ich weiß natürlich nicht, wie das Verhältnis zwischen Sophia und Peter war. Die Kinder leiden immer am meisten darunter, auch in diesem ganzen Vorfall. Ich weiß nicht, ob Sophia inzwischen ein Alter hat, wo man diese Aufnahme hat, ob die sich so ein Bildinterview anguckt von Oma. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass das Kind soweit aus den Medien herausgehalten wird. Aber spätestens, wenn es in der Daniela Katzenberger-Doku, die ja mit Staffel 5 Ende Juni beginnt, das vor der Kamera thematisiert wird, da hüpft ja Sophia auch manchmal durchs Bild, dann weiß ich nicht, ob das für ein Kind alles so gut ist. Also mir ist es hier an der Stelle wirklich auch nochmal wichtig, an die Kinder zu denken. Und jetzt Peter vorzuwerfen, du meldest dich bei den Kindern gar nicht. Vielleicht ist das sogar ein guter Schmuh von Peter, weil er ganz genau weiß, dass die Kinder eh schon so viel mitkriegen. Und Trennungen, Scheidungen sind für Kinder oder Enkel immer scheiße. Das ist einfach so, ne? Krass, weil Tanja und ich haben uns auch gefragt, weil wir haben natürlich gesagt, im Vorfeld auch gesprochen, wir haben gesagt, er war ja ein Familienmitglied, so wie ein, jeder andere auch. Na, Papa, Opa, ne? Also er war ja wirklich, also die haben, die Kinder haben ihn ja auch die kleine Sophia hat ihn ja geliebt, ist ja der Opa gewesen für also sie. Also er hat ja 4 Kinder mit in die Ehe gebracht, 2 Jungs davon haben bei uns gelebt, ich hatte 3 Kinder, wir hatten zu Hause 5 Kinder und mittlerweile 8 Enkelkinder zusammen. Boah. Er 4 und ich 4. Und wir waren immer eine große Familie und wir waren immer alle glücklich und auf einmal kommt so dieses Bam und jetzt will er alleine durchstarten als Solo-Künstler und ja, jetzt ist er nicht mehr der Mann von, jetzt ist er der Ex-Mann von. Ja, was soll das? Jetzt ist er nicht mehr der Stiefpapa von, jetzt ist er der Ex-Stiefpapa von. Das heißt, da gibt es gar keinen Kontakt mehr? Nee, gibt's nicht. Nee, wir haben uns auch gegenseitig blockiert. Aber das heißt, die hatten dann in Australien, als sie war ja mit Yvonne, sie sollte ja auf die Tochter von Jamila aufpassen, sie war ja als Babysitter dabei, sage ich mal. Das heißt, die hatten Sex in Australien, Peter und Yvonne. Also er sagt, er möchte es mir nicht sagen, weil er möchte meine Gefühle nicht verletzen, aber für mich ist das schon Antwort genug. Es ist wirklich, und sie war, es ist wirklich 30 Folgen Lindenstraße und 85 Folgen GZSZ in einem kurzen Video. Es ist ja unglaublich, was da erzählt wird. Ich meine, klar, unter der großen Überschrift, es könnte die Wahrheit sein. Ja, also wir alle waren ja nicht mit dabei. Das muss man ja wirklich so sagen. Und Iris erzählt das alles wirklich sehr, sehr gut und glaubwürdig, vielleicht aber auch sehr gut einstudiert. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch natürlich nicht sagen. Darüber reden wir aber ja auch noch in dem Video. Aber so grundsätzlich heftig, was wir hier für Informationen kriegen. Jetzt geht es aber um Schwubiloop in Australien. Das interessiert mich am meisten. Ja, auch, nee, Moment, er war bei ihr im Zimmer, aber die haben ja nur geredet. Also das kann ich jetzt glauben oder nicht. Natürlich gibt es kein Sexvideo davon. Naja, wenn ich schreibe, ich will deinen Körper wieder spüren. Das war ja für mich immer dann, genau. Ich will deinen Körper wieder spüren, muss ich ihn ja schon mal gespürt haben, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ganz genau. Ja, aber du hast, und ich denke, die Bilder dann am Flughafen und am Bahnhof, da hat mir ja auch noch mal der Mann per Facebook geschrieben,
der diese Videos gemacht hat und diese Fotos gemacht hat, der hat auch gesagt, es war eindeutig ein Kuss im Fahrstuhl. Also, aber am Ende muss man... Irgendwann hat es Peter auch zugegeben, hat er gesagt, ja, aber sie hat ja mich geküsst, aber nur auf die Wange, weil ich geheult habe. Und dann irgendwann hat er gesagt, nee, es war doch keiner. Also, und der Mann hat es aber auch nochmal bestätigt. Am Ende muss man ja aber auch sagen, ob die beiden jetzt in der Kiste waren oder nicht zur damaligen Zeit. Ist mir mittlerweile ehrlicherweise wurscht. Auch egal, weil emotionaler Betrug, Sachen schreiben wie ich liebe dich, finde, ist in meinen Augen noch viel, viel schlimmer als ein Seitensprung und als ein Ausrutscher im Bett. Ja. Aber du hast es gerade angesprochen, 20 Jahre. Du hast gesagt, du kennst den Mann in- und auswendig. Das ist einfach eine verdammt lange Zeit. Was hat wir waren schon zusammen auf der Schule. Wir waren auf der Realschule schon zusammen. Was hat dich und dann später waren wir Nachbarn. Er hat über mir gewohnt. Also wir kennen uns ja schon tatsächlich ein ganzes Leben lang. Das ist natürlich auch ein tierischer Vertrauensmissbrauch. Was hat dich an der ganzen Situation jetzt im Nachhinein betrachtet so am allermeisten verletzt? Wo du sagst, das ist das, was ich ihm nicht verzeihen kann. Die Lügen, die er gemacht, die verbreitet hat. Ne? Dass er dann am Anfang gesagt hat, Trennung auf Zeit und nee, da war nichts. So, nee, ich lieb dich noch und er krück und es war nichts und streitet das alles ab. Und dann im Nachhinein sagt er, nee, es war vielleicht doch mehr, und aber wir können es nicht öffentlich machen. Das sind wohl noch private Dinge bei ihr. Heftig, wirklich, wirklich heftig. Dir ging es ja auch gesundheitlich zwischendurch extrem schlecht. Extrem, ja. Und ich habe auch meine Kinder, ich habe die so gebraucht zu diesem Zeitpunkt. Die haben mich regelrecht gefüttert und wieder aufgebaut, wie so ein kleines Küken, was aus dem Nest gefallen ist. So lag ich da, das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist ja zum allerersten Mal in meinem Leben, also ich meine, Schwarz war schon dreimal verheiratet, da habe ich die Ehe beendet und jetzt zum allerersten Mal habe ich so einen Arschtritt bekommen und der war auch noch so hinterhältig. Ich habe das Ganze aus den Medien erfahren und ich habe gedacht, okay, wenn ich das schon angucken muss, dann soll aber auch jeder die Gegenseite mal sehen. Ja, aber da muss ich ganz kurz mal einhaken. Sie hat das ja nicht aus den Medien erfahren, sondern sie hat das ja selbst vermutet, als es in den Dschungelcamp ging und sie das so ein bisschen bei Instagram angefangen hat zu thematisieren. Peter ist ihr fremdgegangen mit Yvonne Wölke. Das war ja eine riesengroße Schlammschlacht. Die fing ja schon an, da war Lukas noch im Camp. Das hat sie nicht durch die Medien erfahren. Das hat sie denn vermutlich durch Cosimos Freundin irgendwie zugeschickt bekommen. Irgendwas war da, ich weiß es selber auch nicht mehr ganz genau, deswegen möchte ich hier jetzt auch nichts Falsches sagen, aber also sie hat das nicht durch die Medien mitbekommen, das muss ich so einfach sagen. Sie hat das selbst alles in die Medien gebracht, ganz zu Beginn. Ob bewusst oder unbewusst, das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir das einmal kurz festhalten. Sehen, was ich damit mitmachen muss, wenn ihr sowas seht, wenn ihr solche Bilder seht, das allererste Interview von dieser Frau Wölke war ja, wie toll der Peter ist, was ein toller Handwerker er ist. Und ich dachte, wer ist es? Warum schwärmt die von meinem Mann so? Und habe ihn direkt angerufen und er streitet noch ab und er kennt die ja gar nicht und nee, er weiß gar nicht, wer die ist. Und dann immer wieder, wenn wir FaceTime gemacht haben, Schatz, was machst du? Ah, ich bin am Strand, bin alleine spazieren und denk an dich. Und ihr seht ja auch in seinen Highlights, er hat mich ja immer wieder verlinkt. Und dann sehe ich in ihren Stories, mein Mann ist dabei. Was machst du, Schatz? Ich bin ganz alleine trainieren. Ich gucke ihre Stories und sehe meinen Mann. So ist das natürlich ans Tageslicht gekommen. Und dann noch unzählige Fotos von anderen Mitbegleitern. Ne? So hat sie es gemeint. Hat der gerade eine Midlife-Crisis oder was ist mit Peter los? Was glaubst du? Ja. Definitiv hat er eine Midlife-Crisis. Das seit Südafrika. Da kam er dann zurück und dann hast du schon gemerkt, der hat sich verändert. Der hat natürlich auch im Facebook und Instagram mit anderen Frauen geschrieben, auch heimlich, dann immer wieder auf der Toilette. Und ich habe es ihm gesagt, sag mal, brauchst du Selbstbestätigung von anderen? Ich dachte erst, es ist so ein Witz. Und wenn er Stories gemacht hat auf Instagram, hat er die gelöscht, wenn ich im Hintergrund zu sehen war. So wie jetzt eben Daniela zu sehen war, das hätte der sofort wieder gelöscht. Der wollte nicht mehr, dass ich zu sehen bin. Aber hat er auch so diese Gesangsvideos gemacht. Und dann sagt er immer, ja, Daniela und Jennifer sollen mich mal verlinken, dass ich mehr Follower kriege. Sag ich, warum bist du denn auf einmal so scharf auf Follower? Was ist denn da los? Ja, er will ja auch jetzt mal durchstarten und wir würden ihnen alle nicht helfen. Wir wären ja alle so egoistisch. Sag ich, ja, hast du sie noch alle? Was ist mit dir auf einmal? Nicht in Ordnung mit dir, stimmt doch was nicht, ne? Und dann hat er trainiert wie ein Verrückter, wollte gar nicht mehr arbeiten gehen und
der hat sich dann in dieser Zeit tatsächlich verändert, aber nichts, wo ich sagen könnte, die Ehe war dadurch kaputt. Du, deine Kinder, Lukas, die müssen doch auch extrem enttäuscht sein, oder nicht? Der Lukas ist extrem enttäuscht, weil der hat es ihm ja noch in Australien gesagt, Mensch Peter, jetzt bleib doch mal von dieser, ich will es gar nicht aussprechen, Frau weg. Und dann hat der Peter gesagt, nein, das ist mir jetzt scheißegal. Und da war Lukas schon extrem enttäuscht. So, ihr könnt jetzt glauben, dass das Video jetzt zu Ende ist, ne? Ich muss euch leider enttäuschen, das Video geht in die Verlängerung, denn es gibt noch ein zweites Interview, was rausgeschnitten ist. Das ist alles ein Interview, ja? Aber es gibt jetzt noch einen zweiten Teil, da geht es nochmal direkt um die Scheidung, da geht es nochmal direkt um den Stinkefinger, den sie ihm dann nochmal öffentlich zeigt. Das wird dann nochmal jetzt richtig heiß, deswegen habe ich das jetzt zum Ende auch nochmal aufgehoben, weil wie sehen meine Haare aus, wie die Schweinslocken, ja? Es geht jetzt gleich nochmal weiter. Erstmal jetzt hier durchatmen. Das ist wirklich sehr viel Information und ich schaue mir das halt auch an und denke mir halt so, wenn ich so an die ganzen Monate zurückblicke, wo wir auch immer mal wieder hier kurz drüber berichtet haben, denke ich mir so, okay, ja, das ist so wie so ein Puzzle, was ich mir dann auch so zusammensetze, wo ich natürlich jetzt eine komplette Seite habe, ja, ich habe eine komplette Seite, deswegen, das ist die Wahrheit von Iris. Die große Frage ist, was sagt denn Peter dazu? Und eigentlich wird Peter, und das möchte ich jetzt ganz gleich auch immer sagen, eigentlich wird Peter jetzt durch dieses Bild-Interview von Iris Klein, seiner Ex-Frau, gezwungen, ebenfalls ein Interview zu geben, um die Sachen zu entkräften, um darauf zu reagieren. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Okay, wir schalten jetzt in die Verlängerung, wo es um das Thema die bittere Wahrheit über die Scheidung geht. Und hier wird nochmal alles über die 3000 Euro Mietfinker. Hier wird alles nochmal rausgeholt und das schauen wir uns auch nochmal an. Eieiei. Du hattest ja ganz am Anfang nach dem Dschungelcamp gesagt, dass du die Scheidung einreichst. Wie ist denn da der Stand? Das würde mich mal interessieren. Läuft die Scheidung oder hast du sie wieder zurückgezogen? Oder wartest, dass er die Scheidung einreicht? Oder wie ist denn da der Stand? Nee, pass auf. Er wollte die Scheidung in Deutschland durchziehen, weil da kriegt er mehr Geld. Dann könnte er sogar Unterhalt verlangen. Das kann er auf Mallorca nicht. Das gibt es auf Mallorca nicht, das Gesetz mit dem gegenseitigen Unterhalt. Nur wenn Kinder da sind. Und auf Mallorca kannst du innerhalb von 3 Monaten geschieden werden, wenn er die Papiere unterschreibt. Ich habe sie schon unterschrieben. Er muss jetzt nur noch auch unterschreiben. Und ich hoffe, er macht es jetzt. Er kommt ja jetzt nächste Woche nach Hause. Er war jetzt die ganze Zeit nicht da. Aber das heißt, aber ich habe es auch schon bezahlt. Aber das heißt, du hast die Scheidung eingereicht und du hast doch die Kosten schon bezahlt für die Scheidung. Also er muss jetzt nur unterschreiben und dann geht es ganz schnell. Dann seid ihr ganz schnell geschieden, oder? Ja, genau, dann sind wir ganz schnell geschieden. Es gibt hier kein Trennungsjahr, das geht auch nur beim Notar. Dann geht es ruckzuck. Man muss auch nicht gleichzeitig dort erscheinen. Das heißt, er kann morgens und ich gehe mittags hin. Oh, das hätte ich mir auch gewünscht für meine Scheidung. Aber das heißt, er hätte ja, wenn es ihm wirklich so wichtig gewesen wäre, hätte er... Muss man wirklich mal, kann man irgendwie... Also es ist wirklich unglaublich, was wir uns hier auf dem Sonntagmorgen anschauen. Ich weiß auch nicht, ich hab meinen Kaffee, der steht hier rechts von mir, die Isle of Me-Tasse, ja, und ich denke mir hier so die ganze Zeit, was ist denn da los? Was ist denn das? Was hören wir uns denn hier an? Vielen herzlichen Dank an alle Mäuse, die bis hierhin auch durchgehalten haben. Es geht ja noch weiter. Wenn ihr bis hierhin angekommen seid, klickt mal bitte alle auf den Like-Button, damit ich sehe, wie viele bis zur, also Videominute 23, glaube ich. Das ist unglaublich. Ja, auch bevor er jetzt nach Köln gereist ist, hätte er es ja auch schon unterschreiben können, oder? Ja. Wenn du das Problem war, die Übersetzung war noch nicht von Deutschland da. Diese Papiere haben noch gefehlt, als er gegangen ist. Ach so, aber wenn er nächste Woche zurückkommt, unterschreibt er und dann kann es sein, dass ihr nächste Woche geschieden seid. Ich hoffe, dass es dann ganz schnell geht. Dann braucht man einen Termin beim Notar. Den kannst du erst beantragen, wenn beide Seiten unterschrieben haben und dann geht es ganz schnell. Sag mal, hast du noch irgendeine Botschaft an Yvonne und Peter? Weil du hast ja keinen Kontakt mit ihnen, aber hier sehen es viele Menschen. Also wenn du noch was sagen möchtest, deine Chance. Also Yvonne Wölke, es ist das Schauspiel deines Lebens. Jetzt hast du endlich deine Rolle gefunden mit na Freunde. Macht es weiter so, steht ihr verdammt gut und werdet glücklich. Hauptsache, ihr wollt von mir kein Geld. Alles andere ist mir egal. Fordert er denn Geld von dir? Immer noch? Also naja, ich habe ja ein Haus in Deutschland verkauft und er möchte gern die Hälfte davon haben. Obwohl es mein Haus alleine war. Und ich habe das auch alleine bezahlt, aber er will jetzt Geld davon.
Aber mit welcher Berechtigung? Mit welcher Berechtigung? Hattet ihr einen Ehevertrag? Habt ihr irgendwas geregelt oder wie ist das? Nee, wir haben nichts geregelt. Sehr interessant. Naja gut, Zugewinngemeinschaft, ja. Ne, wenn man keinen Ehevertrag hat. Deswegen hast du ja vorhin auch richtig gesagt, dass er vielleicht möglicherweise die Scheidung in Deutschland einreichen möchte. Ja. Dann hätte er nämlich wiederum Anspruch. Und ich hoffe für dich wirklich, dass das nicht... Aber dann akzeptiere ich das nicht und dann dauert es bis zu 6 Jahre. Naja, und wenn jetzt die Scheidung eh in Spanien läuft, auf Mallorca läuft, dann hat sich das Thema hoffentlich ja dann auch erledigt, Unterhalt. Also dann muss er jetzt halt arbeiten. Ja. Dann muss Peter jetzt arbeiten für sein Geld, genau. Ja. Und dann sind wir einfach getrennte Leute und jeder macht sein Ding und am Ende ist dann doch alles gut. Ja. Würdest du denn nochmal heiraten? Ja, Mr. T. Never say never. Ich bin ja ein Mensch, ich mache Nägel mit Köpfen. Ich denke, andere Frauen haben da schon mehr Männer im Leben gehabt, wie jetzt 4 Ehemänner. Wer weiß, wie viel hatte Liz Taylor? 7? Naja, die hat den einen ja mehrfach geheiratet, ne? 2-mal. Ja, ne? Also, aber das... Ah ja gut, das habe ich ja mit Peter auch. Wir haben ja auch in Las Vegas damals noch geheiratet. Aber Iris, wenn jetzt Peter zurückkäme, wenn er sagt, Iris, er schmeißt sich vor dir in den Staub, er sagt, Iris, es war der Fehler meines Lebens, dich zu verlassen, ich habe es erkannt, ich habe es probiert mit Yvonne, ich will nur noch dich. Wie würdest du reagieren? Würde ich sagen, warte mal, meine Augenbraue sitzt. Oh. So, Freunde. Das war jetzt erstmal, und wir gehen jetzt natürlich noch ins Gespräch. Das war das große Interview mit Iris Klein. Das Interview war wirklich groß. Es gibt sogar noch einen weiteren Teil, das muss ich mit dazu sagen. Dieser weitere Teil ist nur für Bild Plus Mitglieder. Dort geht es um die neue Liebelei von Iris, um Mr. T. Wir wissen inzwischen, dass er ja Toni heißt. Da kann ich euch ein paar Sachen zusammenfassen, denn das Video wollte ich jetzt nicht auch noch mit reinnehmen. Wir sind jetzt schon bei 26 Minuten, aber kurz zusammengefasst. Also, es geht um Mr. T. Er selbst möchte nicht in die Öffentlichkeit gehen. Er ist 6 Jahre jünger. Er ist 2 Meter groß. Er ist der liebste Mensch. Sie hat mit ihm mehr Spaß. Sie lacht mit ihm mehr als mit Peter in den letzten 20 Jahren. Und er ist Unternehmer, hat auch noch ein Haus. Insgesamt haben sie jetzt 3 Häuser. Er hat Jenny schon kennengelernt. Er musste zu ihr nach Hause fliegen, antreten zum Gespräch. Und mit der Ida Katzenberger hat er schon gefacetimed. Zusammengefasst. Ja, das war wirklich alles ganz schnell zusammengefasst, aber hier ging es Tatsache wenig um Peter. Die größte Spitze war, was ich gerade schon gesagt habe, die letzten 20 Jahre, da macht dieser Mann sie schon mehr glücklich. Wobei haben sie sich kennengelernt auf dem Parkplatz, hat es geregnet, ihr ist die Papiertüte kaputt gegangen und dann war er dann da. So war es. Ob wir das jetzt nun glauben oder nicht, das ist die andere Frage. Aber die große Frage ist, glauben wir das oder glauben wir das nicht? Ich meine hier natürlich jetzt alles, was wir in den letzten Minuten gesehen haben. Wie ich schon gesagt habe, viele Aussagen sind aus ihrer Sicht, aus ihrer Wahrheit bestimmt so passiert. Die entsprechenden Berichte, die wir hier auf diesem Kanal ja auch gemacht haben, die passen schon dazu, aber halt nur zu ihrer Seite. Es gibt ja auch Videos hier auf meinem Kanal, die aus der Sicht von Peter gedreht wurden oder aus der Sicht von Yvonne und da passt das halt alles nicht zu und ich denke, der richtige Weg, auch wenn wir alle hier so ein bisschen an dem Punkt sind, wo wir sagen, wann hört denn dieser Schluck auf denn auf? Ich glaube, das alles könnte entweder exklusiv über RTL aufgeklärt werden, wenn Peter und Yvonne in diesem Format sprechen, wobei das glaube ich nicht, das ist nicht das Thema des Formates, da gibt es dann vielleicht immer irgendwelche Einspieler und so, aber das glaube ich nicht. Das heißt, hier werden jetzt Peter und Yvonne natürlich genötigt, gedrückt, gedrängt, auch etwas öffentlich zu sagen. Und da bin ich mir sehr sicher, da wird der Preis sehr runtergehen in der Verhandlung, ob sie überhaupt mit der Bild sprechen, weil die Bild wird vermutlich jetzt sagen, naja, wenn ihr nicht sagt, dann bleibt das Statement, was in der Öffentlichkeit ist. Das heißt, wenn ihr sprechen wollt, gibt es halt vielleicht keine 50 Euro, dann gibt es halt nur 25 Euro. Auf jeden Fall kann ich mir schon vorstellen, dass wir bald etwas von Yvonne und Peter dazu öffentlich hören werden. Wer sich mit diesem Interview vermutlich die goldene Nase verdient hat, ich könnte es mir vorstellen, ich weiß es nicht, könnte ihr es natürlich sein. Es ist ein sehr langes Interview. Es ist wirklich ein Interview, was ausschließlich in Videos festgehalten wurde und zu den Videos gibt es dann immer wieder Artikel und ihr könnt euch vorstellen, diese Artikel werden die nächsten Tage die Boulevardpresse bestimmen. Es gibt so viele verschiedene Themen, wo man ja wirklich sich was rauspicken kann, worüber man reden kann. Es ist unglaublich. Deswegen war es mir wichtig, hier nicht jetzt
gekünstelt, 4, 5 Videos draus zu schneiden und euch alle lange an der Lunte zu halten. Nee, ich wollte das als ein großes Video mit euch besprechen, damit wir das große Thema besprochen haben. Das ist einfach auch dankbarer für euch. Die Bild hat ja schon angefangen, wie gesagt, gestern mit dem kleinen Teaser und dann das groß auszurollen. Und ich bin sehr gespannt. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Sagt ihr Iris, ja, das ist schon sehr glaubwürdig, das könnte schon so sein? Oder glaubt ihr, nein, nein, Iris lebt in ihrer eigenen Welt, hat die Wahrheit verdreht und letztendlich seid ihr ja bei dem ganzen Thema dann doch eher bei Peter, der von Iris so öffentlich fertig gemacht wurde. Ich möchte hier nochmal kurz sagen, dass es definitiv nicht bewiesen ist. Es gibt nach wie vor keinen Beweis dafür, dass es eine Affäre zwischen Peter und Yvonne gibt. Aber wenn man so natürlich auch die Storys von Peter hört, die sind immer schon so ein bisschen in Love. Das ist mir auch aufgefallen. Er hat ja aber auch zugegeben, er ist in Yvonne verliebt. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Thema nach wie vor. Und ich verrate euch jetzt schon, wir werden uns heute um 14 Uhr auch ein zweites Mal mit dem Thema beschäftigen. Allerdings sprechen wir dann wirklich über Yvonne und Peter, denn da gibt es auch Neuigkeiten, sehr interessante Neuigkeiten, die hier zu euch auf meinem Kanal finden werden. Freunde, das soll es gewesen sein. Gebt mir gerne ein Like für dieses Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Diskutiert gerne in die Kommentare. Es war wirklich ein sehr großes Video auf den Sonntag. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne, kotzfreie Zeit, Freunde. Also macht es gut. Tschüss.